Auf ihrer Mecklenburg-Vorpommern-Tour hat Ministerpräsidentin Manuela Schwesig am 5. August den Rostocker Hafen besucht. Bei einem von Rostock Port organisierten Brunch ging es um Ideen für die Umsetzung der Energiewende. Die Unternehmen Solarlight, Exitron, Enica und Theta Concepts stellten Ideen und Konzepte vor, wie die Nutzung erneuerbarer Energien im Land vorangetrieben werden kann. Es geht ja darum, dass wir weiter Energie haben und dass sie auch bezahlbar bleibt. Und da hat unser Land eine große Chance, Energieversorgung aus Wind, Sonne und Biomasse. Und das wollen wir zum Beispiel mit Energiewerken eben voranbringen. Das unterstützen wir, das finanzieren wir mit. Und da ging es heute darum, einfach nochmal zu sehen, welche Unternehmen gibt es, die das vorantreiben. Weil zurzeit geht es gerade aktuell darum, wo kommt Gas und Öl her. Aber eigentlich muss es darum gehen, wie können wir uns wirklich unabhängig und bezahlbar versorgen. Und da hat Mecklenburg-Vorpommern auch aufgrund seiner Lage viel mehr Chancen als andere. Solartechnologie fest etablieren will. Die Firma Solarlight profitiert davon. Das Projekt Energiefabrik Lübesse, das die emissionsfreie dezentrale Energieversorgung eines ganzen Ortes sichern soll, zeigt, dass es gute Ansätze gibt. Doch bei vielen Ideen scheitert es immer noch an der konkreten Umsetzung. Das bedauert auch Joachim Krüger, Geschäftsführer von Solarlight, dessen solarthermische Parabolrinnenkraftwerke eher im Ausland gefragt sind. Wir haben uns zu wenig um Wärme gekümmert, weil natürlich solange Gas so günstig ist, ne, und man nur einen kleinen Brenner unten im Keller hat und der wird angeschlossen, ist das sicherlich die einfachste Lösung, ist auch noch mein Brenner. Ich muss mich also nicht mit der Nachbarschaft irgendwie noch auseinandersetzen, aber die Zeiten sind halt vorbei und vor allem, wir wussten das ja. Also wenn wir mal ehrlich miteinander sind, dann wissen wir, seit den 70er Jahren wissen wir, dass das irgendwann mal alle ist und dass wir es vor allen Dingen anders machen müssen. Und jetzt haben wir im besten Falle noch mal 28 Jahre und müssen da umstellen. Und wir haben schlichtweg diesen Bereich Wärme in den letzten 20 Jahren zu stiefmütterlich behandelt. Und jetzt fällt uns das auf die Füße und jetzt müssen wir ran. Die Ministerpräsidentin machte sich anschließend auf den Weg zum Liegeplatz 30. Auf einer Rundfahrt durch den Überseehafen informierte sie sich über die aktuelle Situation und die notwendigen Schritte, um den Hafen zum grünen Energiehafen auszubauen. Am Freitagnachmittag stand zudem der Besuch des Unternehmens EEW auf dem Plan, das Teile für Offshore-Windanlagen herstellt.